Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist die letzte FIFA 19 Prognose. Ab der nächsten Woche geht das Ganze dann mit FIFA 20 los. Ich bin da relativ heiß drauf. Bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Und wenn sich jemand vielleicht wundert, warum meine Stimme etwas anders klingt, ich war Montagabend noch beim Hamburger Stadtderby und da wird man dann eben ein bisschen heiser, wenn man ein bisschen rumbrüllt. Jetzt geht's aber los mit dem ersten Spiel. Am Freitagabend Schalke gegen Mainz. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Der FC Schalke 04 hat mittlerweile sehr gut in die Saison gefunden. Der erste FSV Mainz 05 konnte dann gegen die Hertha am letzten Spieltag auch den ersten Sieg einfahren. Das eint diese beiden Mannschaften. Der Erfolg über den Hauptstadtklub. Hier aber Schalke deutlich besser dran von Beginn an, drückten hoch und zwang Mainz so zu Fehlern. Caligiuri hier mit dem Ballgewinn, bringt den Ball gleich auf den zweiten Pfosten und da ist Amine Harit und in der 9. Minute bereits das 1:0 für die Königsblauen. Sein drittes Saisontor mittlerweile, überragend beim Spiel gegen den SC Paderborn. Und hier nimmt er diesen anspruchsvollen Ball direkt und legt ihn mit der Seite oben ins Eck. Keine Chance für Robin Sentner. Miserabler Start für die Gäste, die dann etwas besser reinfanden. Quaison, Boetius. Quaison schickt auf der Außenseite Brosinski. Der versucht den Ball reinzuflanken, kommt in zweiter Instanz dann selber zum Abschluss, aber in der 23. Spielminute war es dann das größte Highlight der Gäste im ersten Abschnitt. Nicht wirklich brenzlig für den Kasten von Alexander Nübel. Vor dem Seitenwechsel gab es wiederum die Chance zum Erhöhen bei den Königsblauen, weil Mainz das Ganze auch zuließ, relativ tief stand. Mascarell, Serda, Burgstaller, nicht wirklich gefährlich, immerhin nochmal eine Annäherung. Doch nach 45 Minuten stand es zu Recht 1:0 für Schalke, da war nicht mehr, aber auch nicht weniger drin. Eine konzentrierte Leistung der Wagner-Elf. Dann dieser Fehlpass von Harit und es kann schnell in die Gegenbewegung kommen. Hernandez und Brosinski auf der rechten Außenbahn, spielt zu Boetius, bringt den Ball auf den zweiten Pfosten. Aaron Martin kann es aber nicht ganz so gut machen wie Harit im ersten Abschnitt.
bringt den Ball hier nicht in die Mitte, geschweige denn im Kasten unter. Das 2:0 wäre ohne Frage jetzt die Entscheidung und Schalke drückte drauf. Serdar Caligiuri, Aluminiumpech für den Rechtsaußen, setzt den stark an den Außenpfosten. 10 Minuten noch bis zum Ende. Der erste FSV Mainz 05 lauerte noch, wartete auf seine Chance, einmal nach vorne zu kommen. Hier mussten sie aber aufpassen, nicht den Ball hinten rein zu bekommen zur Entscheidung. 82. Minute, Guido Burgstaller mit dem angedrehten Schuss, der da gerade noch aus dem Netz herausfliegt. Und jetzt hatten sie ihre letzte Aktion. Der erste FSV Mainz 05 nochmal. Fernandes zu Boetius. Die Flanke ist schlecht, doch Boetius bekommt den Ball wieder. Nimmt ihn direkt. Doch kann Nübel so nicht schocken. Am Ende des Tages ist dieses 1:0 auf jeden Fall verdient. Und Schalke 04 kann sich damit den dritten Sieg in Folge sichern. Mainz hat nach einem kurzen Hoch wieder ein schnelles Tief gefunden. Der FC Bayern München musste sich am Ende gegen RB Leipzig mit einem Punkt begnügen. Gegen den ersten FC Köln in der Allianz Arena war der Sieg logischerweise Pflicht. Der Eckstoß hier nicht gut geklärt. Und Kingsley Coman kann dann da einfach durchspazieren durch die Hälfte des FC Bayern München. Und vor dem 16er kommt er dann zum Abschluss und markiert hier das frühe 1:0. Für die Gastgeber. Die Kölner überrascht und defensiv schlecht strukturiert. Benjamin Pavard zu Süle, Coutinho heute in der Startelf, Serge Gnabry, Kimmich, Lewandowski, das geht viel zu einfach. Den Kölnern fehlt der Zugriff. 13. Spielminute, wuchtiger Schuss von Lewandowski. Timo Horn fliegt vergeblich. Und der erste FC Köln drohte schon im ersten Abschnitt hier auseinanderzubrechen. Robert Lewandowski, genialer Ball auf Serge Gnabry, der aber an Timo Horn scheitert. 37. Spielminute, der Kölner Schlussmann hier, der beste Mann auf dem Feld bei den Geißböcken. Der anschließende Eckstoß, nochmal interessant, Serge Gnabry, auch das geht zu einfach. Joshua Kimmich, Gnabry in die Mitte gelegt. Im leichten Zusammenspiel mit Jerome Boateng. Und in der 39. Minute war diese Partie dann eigentlich schon entschieden. Viel zu leicht. Und der Abschluss ist dann wiederum ziemlich sehenswert. 3:0, also nach 45 Minuten. Der erste FC Köln musste jetzt Schadensbegrenzung betreiben. Und das taten sie tatsächlich gar nicht verkehrt. Verstrate, Skiri zu Modest, der spielt einen schönen Ball in die Schnittstelle. Drexler versucht den Ball auf den Kasten zu wuchten, aber Benjamin Pavard passt auf, ist mit dem Knie dazwischen. Doch die Bayern wurden jetzt etwas fahrlässig. Neuer mit dem Abschlag, der postwendend zurückkommt. Anthony Modest und Louis Schaub. Modest, Schaub zu Drexler und nur noch 3:1. 62. Minute, das zweite Saisontor. Sollte es jetzt tatsächlich nochmal spannend werden? Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet und auch die Bayern wollten da ein klares Nein hintersetzen. Sie zügelten sich nochmal. Lewandowski mit dem Ball an den Pfosten. Serge Gnabry schaltet am schnellsten, kein Abseits. Und in der 83. Spielminute war dann der Endstand markiert. 4:1, ein Ergebnis, das sie sich im ersten Durchgang erarbeitet hatten. Im zweiten Abschnitt regenerierten sich die Kölner mehr als der Ehrentreffer, gelang aber nicht mehr. Bayern 04 gegen den ersten FC Union Berlin. Am fünften Spieltag in der Bayer Arena. Die Leverkusener in der Favoritenposition. Union Berlin
muss auf den gesperrten Nevin Subotic verzichten. Und das sah man zunächst, dass der in der Abwehrkette fehlte. Erste Möglichkeit, sechste Spielminute. Charles Arangis mit einem schönen Spannschuss, der letzten Endes etwas zu hoch angesetzt ist. Dennoch das zumindest schon mal eine erste positive Annäherung. Und Leverkusen drückte auf den Führungstreffer hier schon in der Anfangsphase. Kai Havertz, zu viel Platz da auf der rechten Seite, zieht in den Strafraum ein, legt zurück und wieder Charles Arangis. Der hatte heute richtigen Torhunger, aber die Präzision fehlte doch an manchen Ecken und Enden noch relativ eklatant. Nun auch die Eisernen das erste Mal nach vorne vorstellig. Andersson, Bülter und wieder Andersson. Guter Ball auf Geraldo Becker, zurückgelegt auf Christian Gentner. Und in der 31. Spielminute das 1:0 für die Gäste aus dem viel zitierten Nichts. Aber Leverkusen musste sich ankreiden, vorne den Treffer nicht gemacht zu haben. Wie schon beim letzten Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim bekam sie den Ball nicht über die Linie, auch wenn es möglich gewesen wäre. So nochmal vor dem Seitenwechsel, diesmal Baumgartlinger, die Sechser von der Bosch-Elf feuerten hier wirklich aus allen Lagen und der hätte auch gepasst, doch Rafa Giekiewicz ist aufmerksam und kratzt den da aus der Ecke raus. Also ein äußerst schmeichelhaftes 1:0 für die Unioner, aber wenn man seine Treffer nicht erzielt, dann liegt man eben auch rechtmäßig zurück. Im zweiten Durchgang eigentlich wieder das gewohnte Bild. Arangis, Bendtner legt in die Mitte, Volland zu Bailey, unzureichender Abschluss, kein Problem für Giekiewicz, den fischt er zu einfach ab, aber der Abschlag dann wiederum ziemlich schlecht, kommt wieder in die Füße der Leverkusener. Havertz zu Volland und wieder Giekiewicz, der hier seinen Fehler selbst ausbadet. Nach schwachem Abschlag fischt er den hier raus. Mit Wut im Bauch rannten sie jetzt an, doch es stand weiterhin 0:1. Letzte nennenswerte Szene. Sie war nochmal da. Die Möglichkeit zum zumindest Ausgleich. Bellerabi. Lang mit dem Ball am Fuß. Baumgartlinger, Andrich dazwischen, aber Baumgartlinger kommt trotzdem zum Abschluss. Havertz legt nochmal rüber, doch in der 83. Minute erkannten dann die Gastgeber, hier wollte der Ball einfach nicht mehr ins Tor gehen. Und so rettet sich der Gast mit dem ersten Auswärtssieg in seiner Historie über die Ziellinie. 2 sieglose Mannschaften im Duell. Hertha BSC empfängt den SC Paderborn am Samstagnachmittag. Die Berliner aber noch etwas mehr unter Druck. Von ihnen wurde vor der Saison einiges erwartet. Wolf mit dem Eckstoß und dann Davy Selke zum ersten Mal mit der Erlösung für die Hertha. Sein erstes Saisontor, keine Viertelstunde gespielt. Da sieht Elias Huth auch nicht gut aus, aber unter dem Strich muss das auch im Zweikampf besser behandelt werden. Paderborn wollte aber schnell Antwort nach der 1:5-Klatsche gegen Schalke, auch irgendwann mal gefordert, abzuliefern. Sven Michel und dann Streli Mamba mit dem äußerst mittelmäßigen Abschluss in Richtung der Berliner Tribüne. Hertha hatte nicht so viele Möglichkeiten, aber dennoch spielten sie hier dominant. Plattenhardt, Selke leitet weiter, Luke Bakio hat eine gute Übersicht und da ist Marius Wolf. Und der macht in der 31. Minute das 2:0. Der Neuzugang von Borussia Dortmund erzielt hier den erlösenden Treffer. Und vor dem Seitenwechsel kam dann nochmal die Hertha. Wolf legt raus zu Sjelbred, Duda. Ein einfaches Passspiel und die Defensive bei Paderborn ist ausgehebelt. Und so stand es nach 45 Minuten 3:0 für die Gastgeber. Hut streckt sich völlig vergeblich. So ging es dann in die Halbzeit und es drohte die nächste Klatsche für die Elf von Steffen Baumgart.
Sie zügelten sich jetzt etwas im zweiten Durchgang. Hertha legt den Gang zurück. Hatte dann noch ein, zwei Möglichkeiten. Luke Bacchio hier stand dann aber auch im Abseits. Der SC Paderborn rannte nicht wieder wie gegen Schalke ins absolut offene Messer. Und somit blieb die Klatsche dann letzten Endes auch aus. Doch einmal versuchten sie noch nach vorne zu kombinieren. Jasula zu Collins, der nicht richtig angegriffen wird, dann selber drauf schießt. Aber Jahrstein nicht vor Probleme stellen kann. Am Ende bleibt es bei diesem klaren 3:0. Eine richtig gute erste Halbzeit reicht der Hertha, um hier den ersten Dreier der Saison einzufahren. Man kann den SC Freiburg durchaus als Mannschaft der Stunde bezeichnen, doch der FC Augsburg hat nach dem Sieg gegen Frankfurt auch wieder etwas an Oberwasser erlangt. Und somit bestand eigentlich die Möglichkeit zu einer offenen Partie. Und die bekamen wir dann auch. In den weißen Trikots FC Augsburg mit der ersten Möglichkeit und ein alter Bekannter direkt mal im Fokus. Florian Niederlechner mit dem Abschluss hier. Schwolo pariert, richtig starke Tat, das hätte schon gleich der erste Nackenschlag sein können für die Breisgauer, die dann auch nach vorne agierten. Höfler wird nicht angegriffen, kann dann zu einfach durchspielen und Petersen lässt sich solche Möglichkeiten eigentlich nicht entgehen. Hier zieht er gegen Kubek den Kürzeren, der aus kurzer Distanz auf der Hut ist. Vor dem Seitenwechsel die Möglichkeit für die Breisgauer nochmal nach vorne zu spielen. Jonathan Schmid steckt zu Petersen und jetzt lässt er sich kein weiteres Mal bitten. 40. Minute, sein drittes Saisontor. Augsburg zu weit aufgerückt, dann sind da viele Freiräume. Diese nutzen die Freiburger und stechen zu. Somit ging es mit dem nicht unverdienten 1:0 in die Pause. Doch Augsburg gelobte Besserung und wollte an die vernünftige Anfangsphase im ersten Abschnitt anknüpfen. Finn Bogason zu Florian Niederlechner. Der legt raus zu Moravec. Der bringt die Flanke und Niederlechner lauert und nickt ein. Selber eingeleitet. Schließt er das Ganze hier ab. Und lässt Schwolo aus kurzer Distanz keine Möglichkeit und so ist er dann doch gegen seinen Ex-Club noch erfolgreich. Die Partie flachte nun etwas ab. Der SC Freiburg versuchte es jetzt nochmal. Franz steckt durch. Kubek dazwischen. Kopfball von Günther im Nachsetzen. Es war immer mal wieder zwischendurch Hitze drin, aber unter dem Strich zu selten. Den letzten Atemzug setzte dann der SC Freiburg nach vorne ab. Eckball von der linken Seite. Mike Franz legt sich den Ball zurecht. Auf dem ersten Pfosten steht dann Nils Petersen. Doch der trifft nur den Außenpfosten. Kubek ist auch noch mit im Spiel. Und so bleibt es dann. Beim verdienten 1:1 Freiburg tendenziell die bessere Mannschaft, aber es hat die letztendliche Durchschlagskraft gefehlt, um hier den Dreier einzufahren. Verletzungsgebeutelte Bremer gegen fliegende Leipziger. Auch in der Champions League konnten sie gewinnen. Timo Werner stand dort mit seinen Treffern komplett im Fokus. Hier hatten die Roten Bullen die klar bessere Anfangsphase. Konrad Leimer mit der ersten Chance in der 12. Spielminute. Wurde es dann richtig mal gefährlich für das Tor von Pavlenka und die wild zusammengewürfelte Mannschaft der Bremer stand hier unter ziemlich hohem Druck und konnte sich nach vorne kaum einmal zur Entfaltung bringen. Nachdem sie das erste Mal auswärts gewonnen hatten gegen Union, wollten sie an den Heimsieg gegen Augsburg anknüpfen, doch von diesem Spektakel nach vorne war wenig zu sehen. Hinten ging einiges. Sabitzer mit dem Abschluss. Pavlenka fischt den raus.
und brachte dann diese Ecke nochmal zustande. Knappe halbe Stunde gespielt. Halstenberg kann da viel zu einfach in den Strafraum einziehen. Sabitzer und Timo Werner. Noch glücklos in dieser Partie. Aber Bremen musste sich jetzt für den zweiten Durchgang einiges überlegen. Ansonsten würde das auf Dauer nicht gut gehen können. Einzig und allein die Bank gibt dann nicht mehr so viel her, wenn man einen Haufen an verletzten Spielern mit sich trägt. Şahin ja zu allem Überfluss auch noch gelb-rot gesperrt. Die zweite Halbzeit braucht ein wenig, um in Fahrt zu kommen. Dann Leipzig wieder klar dominant. Paulsen mit der Flanke und Emil Forsberg mit dem 1:0. Und das war überfällig. 67. Minute. Irgendwann konnten die Bremer dem Druck nicht mehr standhalten. Und Pavlenka ist geschlagen gegen diesen Kopfball aus kurzer Distanz. Und Leipzig hatte die Chance, das Ganze hier zu entscheiden. Knapp 10 Minuten noch zu spielen. Und dann Werner mit dem Kopfball. Setzt sich da überragend durch im Duell. Bringt den Ball dann aber nur an den Außenpfosten. Und so ließen sie Bremen am Leben, die bis dato wirklich keine Torchance wirklich zustande gebracht haben. Sargent, Pizarro steckt zu Johannes Eggestein und dann doch noch der Ausgleich. Unglaublich, aber Werder Bremen schlägt noch zu in der 5. Minute der Nachspielzeit. Das ist natürlich nicht verdient. Aber Leipzig muss sich ärgern, dass sie den Sack nicht zugemacht haben. Und so steht am Ende eine Punkteteilung, mit der Leipzig nicht leben kann und Werder Bremen zur glücklichen Mannschaft an diesem Abend macht. Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntagnachmittag. Die Gladbacher in der Favoritenrolle, aber immer gefeit davor, was der Friedhelm Funkel aus seiner Mannschaft rauszaubern kann. Doch die Elf von Marco Rose war hier nach dem Europa League-Auftritt am Donnerstagabend gut aufgelegt und brachte von Beginn an Druck und Abschlüsse nach vorne zustande. Knappe halbe Stunde gespielt. Die Fohlen-Elf wieder mal im Strafraum. Embolo legt in die Mitte und Player spritzt rein und hält den Fuß hin. 29. Minute. Die auch mittlerweile verdiente Führung für die Gastgeber. Adams Nuhu in der Mitte verpasst es da Player direkt zu decken und hat das Nachsehen. Und es gab vor der Pause noch eine weitere Möglichkeit. Player zu Benze Beani. Was für ein Fehler von Gieselmann. Zakaria, der Nutznießer. Erhöht zum 2:0. Das darf Gieselmann niemals passieren. Ein so erfahrener und guter Verteidiger mit so einem Bock. Und es lautete fast noch 3:0. Doch Düsseldorf konnte kontern. David Kownacki bekommt den Ball von Oliver Fink. Und der Pole schließt noch an im ersten Abschnitt. Das darf Gladbach nie im Leben passieren. Da müssen sie mit dem 2:0 in die Pause gehen. Stattdessen kassieren sie den Rückschlag. Und Düsseldorf ist wieder komplett drin in der Partie. Also spannende zweite 45 Minuten garantiert. Erik Tormy verliert hier aber den Ball mit diesem Querpass, den Kramer abfängt und Gladbach direkt wieder nach vorne auf den Abschluss. Fokussiert und Stefan Leiner macht es auch fast, trifft aber nur den Pfosten. Düsseldorf von dem 2:1 vorm Seitenwechsel aber nicht wirklich getragen. Gladbach spielte weiterhin den gewohnten Stiefel runter. Verpasste es aber, die Vorentscheidung zu markieren. Zach Steffen hier ist wieder da und pariert. Viertelstunde noch auf der Uhr. Gladbachs Druck weiter erhöht und da ist Markus Thüram. Etwas Glück gegen Steffen, doch der Ball ist im Tor.
Und in der 76. Minute war diese Partie dann tatsächlich entschieden. Auch ganz klar verdient dieser Sieg. Düsseldorf hatte nur kurze Hoffnung. Unter dem Strich war Gladbach die deutlich bessere Mannschaft. Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund am Sonntagnachmittag oder am Sonntag Frühabend um 18 Uhr. Eine Partie, die durchaus mitreißend wirken kann. Im letzten Spiel in Frankfurt gab es ein Remis und hier musste Dortmund erstmal diesem Rückstand hinterherlaufen. Gonzalo Paciencia mit seinem 4. Saisontor wird perfekt bedient. Akanji kommt einen Schritt zu spät. Nach dem 0:0 gegen Barcelona, Borussia Dortmund hier zunächst müde in der Anfangsphase, wenngleich Frankfurt ja auch einen Pokalauftritt hatte, einen Europapokalauftritt und somit Unkonzentriertheiten in der Defensive. Kevin Trapp pariert das Ding. Wichtige Aktion. Es gab aber noch eine weitere Möglichkeit zum Ausgleich vor dem Seitenwechsel. Paco Alcácer zu Julian Brandt, der nimmt den mitgelaufenen Guerrero mit und Reus köpft den Ball an den Pfosten. Der Ausgleich wäre mittlerweile absolut verdient gewesen. Aber es stand das 1:0 durch Gonzalo Paciencia an der Anzeigentafel und somit ein dickes Brett zu bohren für die zweite Halbzeit bei Borussia Dortmund. Frankfurt jetzt aber mit dem Versuch nachzulegen. Über die linke Außenbahn. André Silva steckt zu Schändler, der aber aus Spitzenwinkel nur ans Außennetz. Das war eine verschenkte Situation. Nun der BVB wieder besser. Marco Reus, das geht ein bisschen zu einfach, geht viel zu einfach. Keiner greift an und dann schlägt er zu. Sein 4. Saisontor. Dann noch eine schöne Fußbewegung. Damit lässt er Hinteregger aussteigen und wuchtet ihn dann rein. Dann wurde es zum Abnutzungskampf und man merkte, dass beiden Teams die Körner irgendwann ausgingen. Der BVB hatte das letzte Wort. Marco Reus zu Jadon Sancho. Aber Trapp pariert und hält den Punkt fest für Eintracht Frankfurt. Und dieses Remis wird am Ende beide Teams nicht zu 100% zufriedenstellen, aber leben können damit sicherlich auch beide. Der VfL Wolfsburg gegen Hoffenheim zum Abschluss des 5. Spieltages in der VW Arena. Die Niedersachsen mit der besseren Anfangsphase. Weghorst, Memedi stark weitergeleitet zu William. Der schießt aber aus kurzer Distanz Baumann an, der mit dem Knie dran ist und den Rückstand verhindert. Nun auch die Sinsheimer nach vorne das erste Mal unterwegs. Die müssen sich noch ein bisschen erholen vom 0:3 gegen Freiburg am Sonntag. Am Sonntag vor einer Woche, ist also ewig her, dass die gespielt hatten. Und jetzt schlagen sie zu. 17. Minute, das 1:0 für die Gäste. Ilas Bebu läuft im entscheidenden Moment ein, hält nur noch den Fuß hin. Und somit kann der Ball Pavao Pervan passieren. Doch Wolfsburg ließ das nicht lange auf sich sitzen und schlug zurück. Maxi Arnold in der 24. Minute. Der Captain mit seinem 2. Saisontor bringt den VfL Postwenden zurück in diese Partie. Und der erste Abschnitt war von Spektakel geprägt. Memedi zu Arnold. Und der erhöht sein Torekonto auf 3. Und bringt hier den VfL das erste Mal in Führung an diesem Montagabend. Doch Hoffenheim vor der Pause dann nochmal wachgekitzelt. Geiger zu Stafelidis. Das geht ein bisschen zu leicht. Wolfsburg nur abwarten. Grilic, Rudi, Bebu, wieder Rudi. Und 2:2.
Sein erstes Saisontor wird ihm gut tun. Und so stand es nach 45 Minuten 2:2. Ein Spektakel, das leistungsgerecht mit diesem Resultat dann erstmal in die Katakomben ging. Hoffenheim wollte dann schnell nachlegen nach dem Seitenwechsel. Bebu, Geiger mit der Flanke und dann Kader Rabeck aus der Drehung. Richtig stark gemacht, aber auch tolle Reaktion von Perwan, der schnell genug unten ist, ist nicht platziert genug und somit die Chance für den Wolfsburger Schlussmann, den noch rauszukratzen. Doch die Sinsheimer waren hier jetzt besser drin. Rudi, Grilic und Geiger zu Belfodil. Geiger! Doch Gia Vogi ist im letzten Moment noch dran. Mit dem Schienbein. Der Ball geht nur an den Außenpfosten. Nur noch eine Viertelstunde zu spielen, gelang einer Mannschaft der Lucky Punch. Brekalo zu Vejos. Der steckt auch nochmal rüber zu Maxi Arnold. Auch ihm gelang nicht alles an diesem Abend. Und so müssen sich beide Teams dann mit diesem Punkt zufrieden geben, der nach 90 Minuten auch eigentlich gerecht verteilt ist. Wolfsburg und Hoffenheim trennen sich zum Abschluss des 5. Spieltages 2:2. Dann schauen wir noch einmal kurz auf alle Ergebnisse. Am Freitagabend gewinnt Schalke 1:0 gegen Mainz. Bayern schlägt am Samstagnachmittag Köln 4:1. Bayer Leverkusen gegen Union Berlin 0:1. Hertha gegen Paderborn 3:0. Freiburg gegen Augsburg 1:1, Bremen gegen Leipzig am Samstagabend ebenfalls 1:1, Gladbach schlägt Düsseldorf 3:1, dann noch ein weiteres 1:1 bei Frankfurt gegen Dortmund, ebenfalls unentschieden zum Abschluss, dann Wolfsburg gegen Hoffenheim. Hier sehen wir noch einen kurzen Blick auf die Tabelle, den könnt ihr euch gerne im Detail anschauen, indem ihr auf Pause drückt. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.